Das wollen wir besprechen mit der Rechtsanwältin und Autorin Sayran Artösch. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, Frau Werther, Herr Simon. Es besteht der Verdacht, dass die Eltern die Tochter getötet haben, weil sie mit deren Lebenswandel nicht einverstanden waren. Unfassbar, aber zumindest in Afghanistan keine Seltenheit. Nicht nur in Afghanistan, findet eben leider auch bei uns statt, wie wir sehen, und in vielen anderen islamischen Ländern, mehrheitlich vor allem in islamischen Ländern. Und es ist unfassbar, jeder Fall macht mich erneut wütend und ich bin sprachlos, wie Eltern ihr eigenes Fleisch und Blut brutal töten können, nur weil das Kind ein Kind sein will, eine Teenagerin sein will. Und das, was als Lebenswandel beschrieben wird, bedeutet, dass das Kind Gefühle hat, eventuell sich verliebt hat und einfach als Mensch akzeptiert werden will, wie es ist. Das ist grauenvoll, nicht vorstellbar, aber leider Realität. An den sogenannten Ehrenmorden, von denen man bisher gehört hat, da waren ja meist die männlichen Familienmitglieder aktiv beteiligt. Im konkreten Fall hat auch die Mutter den Tod ihrer Tochter bei der Polizei angezeigt, sitzt jetzt aber auch in Untersuchungshaft. Aus Ihrer Erfahrung bei diesen Femiziden, ist es denkbar, dass auch weibliche Familienmitglieder an den Verbrechen beteiligt sind? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich sehr kritisch die Bezeichnung Femizid betrachte und überhaupt, dass über Begriffe so viel diskutiert wurde in den letzten Jahrzehnten, viel mehr als über die Inhalte selbst. Es ist ein Ehrenmord, weil die Täter es als Ehrenmord auch bezeichnen. Im Türkischen heißt es Namus, also aus den Gründen der Ehre, des Ehrenbegriffes, töten Eltern, Brüder, Cousins, nahe Verwandte. Und die Frage, die Sie gestellt haben, die ist auch nicht neu. Es ist tatsächlich kein Einzelfall jetzt hier, dass weibliche Mitglieder involviert sind. Meist ist das nicht belegbar. Aus der Türkei kommend und als Anwältin, die viele solcher Fälle kennt, kann ich Ihnen sagen, dass die Frauen sehr viel mehr beteiligt sind, sehr viel öfter, als es in der Öffentlichkeit bekannt ist. Wir haben auch hier in Deutschland Fälle gehabt, wo durchaus die Mütter oder Schwestern sogar treibende Kräfte waren für einen Ehrenmord. Warum das geschieht, das hat mit dem Gesamtbild zu tun, den archaisch-patriarchalen Verhältnissen und dass Frauen, die Schwestern, die Mütter, die Tanten genauso nicht einverstanden sind mit dem modernen, sehr offenen Lebenswandel und dem freien Lebenswandel der weiblichen Mitglieder. Manchmal geschieht das auch aus Eifersucht, weil sie selber nicht so frei leben und manchmal eben auch aus tiefer Überzeugung, weil sie Überzeugungstäterinnen sind. Was könnte denn so ein Auslöser oder so ein Beweggrund gewesen sein? Also was, ich meine, nichts rechtfertigt einen Mord. Aber sind das dann irgendwie besondere Kleidungsstile, wie sich dieses Mädchen angezogen hat, wen sie geliebt hat, was sie in ihrer Freizeit gemacht hat? Was kommt da in Frage? Sie sagen das zu Recht, Frau Werther. Was ist das eigentlich, was dahinter steckt? Meistens hier im Fall ist es eine 15-jährige Teenagerin. Meistens ist es tatsächlich sehr simpel für uns gesprochen und könnte niemals also sowieso gibt es keinen Grund, Menschen zu töten, aber die Vorstellung, dass Eltern ihre Töchter töten, nur weil sie sich kleiden, wie sie wollen. Da draußen in unserer Welt gibt es verschiedene Moden und Trends und die Kinder wollen halt auch mitmachen. Und in solchen Fällen ist es in der Regel so, dass die Eltern meinen, das ist ein westlicher Lebensstil und Kleidungsstil und das wollen sie nicht. Und dann ist es ein 15-jähriges Mädchen, das hat sich vielleicht verliebt in einen Jungen und vielleicht wurde es gesehen, vielleicht hat es irgendwelche Postings geteilt. Auch so etwas gibt es, dass auf Social Media Nachrichten abgefangen werden oder auf einem Mobiltelefon, dass das Mädchen vielleicht sich verliebt hat. Also wir sprechen hier über eine ganz natürliche Entwicklung eines Teenagers. Das heißt, über ganz natürliches Verhalten von jungen Menschen. Und warum sollte ein muslimisches Mädchen nicht das Recht haben, als Teenagerin zu leben, sich zu kleiden und sich zu verlieben, Freundinnen zu haben, Freunde zu haben, auszugehen, auch einfach mal ins Kino zu gehen mit Freunden und Freundinnen. All das kann Grund sein. Und das ist ja genau, was so schmerzhaft ist, dass Eltern ihre Töchter, auch Söhne sind davon betroffen, töten, weil sie
in einem sogenannten westlichen Stil sich wiederfinden. Und hier möchte ich nochmal anhängen, warum ich den Begriff Femizid so stark kritisiere und die Debatte drumherum. Der Ehrenmord betrifft auch homosexuelle Jungs. Also es heißt, es handelt sich hier nicht nur um die Tötung eines Mädchens, weil es dieses Geschlecht besitzt, sondern weil die Familienehre, die Ehre der Familie verletzt wurde. Und das kann auch ein schwuler Junge sein, ein Teenager oder ein schwuler junger Mann sein. Es kann aber auch ein heterosexueller junger Mann sein, der die falsche Frau ausgesucht hat, die er gerne heiraten möchte. Sagt die Rechtsanwältin und Autorin Sayran Ateş. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen.